Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Champions League-Spiel zwischen RB Leipzig und Benfica Lissabon. Ich begrüße natürlich ganz herzlich unseren Cheftrainer Julian Nagelsmann und ja, nach diesem doch sehr packenden Finish bitte deine Worte zum ja, historischen Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Ja, zuallererst mal bin ich sehr glücklich und stolz auf die Jungs. Für den Einzug, das ist was Historisches, noch nie dagewesenes Kapitel für diesen noch jungen Club. Viele dieser Spiele haben die Geschichte des Clubs nicht nur geschrieben, sondern auch geprägt und haben jetzt ein Kapitel dazugefügt, was ganz entscheidend ist, glaube ich, auch für diesen Verein und auch entscheidend ist für Spieler. Emil, glaube ich, saß hier gestern und hat das ganz eindrucksvoll gesagt, was es für ihn bedeuten würde, dass er auch für solche Spiele geboren ist. Hat er, glaube ich, dann heute auch bewiesen mit zwei sehr guten Toren. Ich bin auch stolz auf die Jungs, dass sie auch mit dem Spielverlauf, der schon ein wenig an Lyon erinnert hat, trotzdem an sich geglaubt haben. Ich glaube, am Ende des Tages ist es natürlich ein bisschen glücklich, wenn du in der 94. dann den Ausgleich machst, aber trotzdem ist es verdient. Wir haben klar die besseren Chancen gehabt als der Gegner, haben deutlich mehr investiert, auch in meinen Augen. Benfica hat natürlich extrem tief gestanden, sehr wenig Raum zugelassen, war nicht so ganz einfach. Trotzdem haben wir gerade über die Flügel sehr gut eingeleitet in der ersten Halbzeit, hatten da ja, 3-4 gute Chancen. Ich glaube, Emil kann ein Tor machen, Christo muss vielleicht ein Tor machen, Timo mit ein bisschen sauberem Querball, kommt da auch frei aus 6-7 Meter zum Abschluss, der ist ein bisschen gesprungen. Ja, und dann mit der ersten so richtig gefährlichen Aktion kriegen wir auch durch zwei abgefälschte Bälle den Rückstand. Und dann finde ich, die letzten 25 Minuten waren schon beeindruckend. Viel Power, viel Druck. Wir haben einmal viel Glück, wo Benfica im 7 gegen 2 nicht ganz so gut ausspielt, Gott sei Dank. Aber sonst haben wir ja, ein Tor lag immer in der Luft. Es hat natürlich lange auf sich warten lassen, der Elfmeter, der auch absolut berechtigt ist. Klarer Griff ins Gesicht von Patrick. Sehr gute Aktion, auch ein sehr gutes Spiel insgesamt gemacht, der Patrick. Und dann hatte ich schon das Gefühl, dass noch ein zweites Tor in der Luft liegt. Und das war dann sehr, sehr schön vom Emil. Und wie gesagt, am Ende natürlich aufgrund der Zeit, des Zeitpunktes der beiden Tore ein bisschen glücklich. Aufgrund des Spiels alles andere als glücklich. Und wir lagen auch nicht berechtigt 2-0 zurück, wie ich es gerade schon ein paar Mal irgendwo gelesen habe in der einen oder anderen Zeitung. Ich bin auf Zack, ich lese sofort die Zeitung. Also Online-Zeitung natürlich auch klar. Ne? Keine gedruckte. Gedruckt habe ich noch nichts gesehen. Gibt es Fragen an Julian Nagelsmann? Dann macht Anton Zirk den Anfang. Herr Nagelsmann, Glückwunsch erstmal zum Einzug. Trotzdem die Frage, wie sehr haben Sie in der Schlussphase selber, als es dann 0-2 stand, noch dran geglaubt, dass es zu dem Punkt reichen könnte? In der Schlussphase schon wieder. Natürlich hat das erste Tor ein bisschen lang gedauert. Wir hatten davor zwei, drei so Momente, wo eine Fußspitze gefehlt hat, wo noch einer auf der Linie geblockt hat. Auch ein Emil-Abschluss. Timo hat zwei, drei Mal knapp vorbeigeschossen. Aber am Schluss fand ich, die letzten 20 Minuten war der Druck schon sehr, sehr groß. Ich hatte eher in der Phase kurz vor Piets Verletzung und dann die 5-6 Minuten danach war es so ein bisschen schleppend. Ist normal, muss dann Torwart wechseln, dann ist immer erstmal ein kleiner Schockmoment. Aber danach haben wir uns gut gefangen und da lagen schon Tore in der Luft. Natürlich müsste ich jetzt lügen, wenn ich gesagt habe, ja, ich hatte das im Urin, dass wir noch zwei Tore schießen. So ist es nicht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir, wenn wir einen Anschluss machen noch vor der Nachspielzeit, das haben wir, glaube ich, in der 90. gemacht oder ungefähr, dann ist schon noch was möglich, weil mir klar war, dass es auf jeden Fall 6-7 Minuten Nachspielzeit gibt aufgrund der langen Verletzung. Und ja, es war dann auch noch was möglich. Ivan Gabriel. Wie geht's Piet? Und der Oliver Mitzler wünscht sich einen machbaren Gegner, was auch immer das dann im Achtelfinale heißt. Was wünschen Sie sich denn? Gibt es so zumindest ein Land irgendwie, wo Sie Bock drauf hätten? Ich habe mir schon so viel immer gewünscht vor den Auslosungen der internationalen Auftritte meiner Teams. Und es ist selten immer genau das geworden, was ich mir gewünscht habe. Von dem wünsche ich mir jetzt mal nichts und schauen, was passiert. Piet geht soweit den Umständen entsprechend gut. Er war ansprechbar, hat sich an alles erinnert. Er wusste auch, dass wir weitergekommen sind. Er wusste auch, dass Yvonne es sehr gut gemacht hat nach seiner Einwechslung. Natürlich müssen wir jetzt abwarten, wie es morgen ist. Er hat jetzt keine sichtbare Gesichtsfraktur oder auch keine Platzwunde oder irgendwas und hat ganz normal gesprochen, hat auch schon wieder gelächelt. Aber im Kopfbereich ist einfach immer Vorsicht geboten und wie jeder weiß, läuft da relativ viel zusammen, was den Menschen auszeichnet und deswegen muss man da schon ein bisschen aufpassen, weil es einfach auch nachhaltige Schäden geben kann und deswegen werden wir da sicherlich morgen Untersuchungen, wenn sie denn vonnöten sind und es werden die Mediziner entscheiden, einleiten und dann werden wir gucken, wie es fürs Paderborn-Spiel aussieht.
Aber wenn man dann gesehen hat, was auch Ivor macht, will ich schon auch nochmal hervorheben. Die eine Aktion, ich weiß es immer noch nicht 100%, ob der Ball reingegangen wäre oder nicht. Aber zumindest wäre es hauchdünn gewesen. Ich glaube, ich vermute mal Pfosten oder Innenpfosten vielleicht. Das ist schon eine sensationelle Aktion, so aus der kalten Schulter, in dem Fall kalten Hüfte, was auch immer, alles kalt. Super Aktion, auch uns im Spiel gehalten. Wird mir jetzt auch nicht bange, wenn der Piet ein, zwei Tage mehr Regeneration brauchen würde, die er auch bekommt, wenn es denn vonnöten sein sollte. Und dann Zirk? Was sagt das jetzt über Ihre Mannschaft aus, wenn man sich so mal diesen Spielverlauf auch anschaut? Also erst diese Verletztenmiserie in der Defensive, dann macht Lukas Klostermann gefühlt sein erster Ausrutscher in der kompletten Saison, dann muss Piet Kulaschi runter, es gibt diese Gegentore. Was sagt das über diese Mannschaft aus, dass die trotzdem zurückkommen kann? Und ja, was ist dann jetzt eigentlich auch möglich in der Champions League noch? Sie haben ja gesagt, Sie wollen es dann das neue Ziel mal ein bisschen definieren, wenn es dann soweit ist. Ja, das können Sie sich wahrscheinlich schon denken, das neue Ziel, dass wir in die nächste Runde dann kommen. Aber jetzt spielen wir mal das Spiel in Lyon, wollen gerne den Gruppensieg klar machen und dann schauen, was uns zugelost wird. Aber natürlich ist dann, wenn es K.O.-Spiele sind und es sind es dann, auch das Ziel, in die nächste Runde einzuziehen. Und dann würden wir auch, wenn wir dann weiterkommen, von Runde zu Runde weiterschauen, wie es dann aussieht. Ja, der Spielverlauf war natürlich nicht so ganz glücklich, muss man schon sagen. Wie gesagt, es war so ein bisschen das Gefühl von Lyon, dass wir mit zwei unnötigen Aktionen in den Rückstand geraten. Und vor allem die zweite unglücklich, nicht unnötig, sondern unglücklich, wo Klose da ausrutscht. Das sagt zwei Dinge aus. Einerseits, dass wir inhaltlich schon noch was zu tun haben, weil das 3-5-2 hat offensiv super funktioniert. Defensiv, wenn wir es hochgemacht haben, auch in der tiefen Position wie beim Gegentor nicht. Auf der anderen Seite blieb uns heute auch nicht viel anderes übrig, als mit drei hinten zu spielen, weil wir einfach mit Ethan und Cello zwei Spieler haben, die gar keinen Rhythmus haben und dann beide das Debüt geben in der ersten Elf in der Champions League. Und dann mit einer flachen Vier mit beiden zu spielen, das ist auch für die beiden, wenn ich an Ethan denke, der einfach eigentlich nie Viererkette spielt, so bei Chelsea fast nie Viererkette gespielt hat, als auch bei Wales eigentlich nie Viererkette spielt, sondern Zentralverteidiger oder auf der Sechs. Dann musst du als Trainer schon ein bisschen auch manchmal vielleicht von der Top-Idee für das Spiel abrücken und das den Spieler auch möglichst leicht machen. Offensiv hat man so oder so die Ordnung gewählt und nach der Pause haben wir noch umgestellt, dann haben wir ein bisschen bessere Präsenz gehabt auf zweite Bälle und dann hat man schon gesehen, dass das andere, was das Spiel dann aussagt über die Gruppe, dass sie diese Gier einfach haben und natürlich ist so ein 8-0 zu Hause gegen Mainz auch was Schönes, aber ich glaube, nachhaltiger für intrinsische Motivation und auch für Erinnerungsmomente bleibt dann wahrscheinlich schon so ein Spiel wie heute. Scheint ein schönes Schlusswort gewesen zu sein. Wir bedanken uns für euer Kommen. Ah, nee, noch eine Frage. Da gibt es jetzt tatsächlich noch zwei Fragen. Dann bitte Nikolai Staube. Fand ich gut. War gut, oder? Ja. Herr Nagelsmann, haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Mannschaft vielleicht am Anfang nicht so richtig ins Spiel fand oder vielleicht nicht die richtige Einstellung hatte? Es stand doch eigentlich recht viel auf dem Spiel. Und was bedeutet letztendlich der Einzug auch für Sie persönlich als Trainer? Also ich fand in keinster Weise, dass wir die falsche Einstellung hatten. Wir hatten, wie gesagt, glaube ich, 300-prozentige Chancen und 275-prozentige, wo wir in Führung gehen können. Wir haben halt die Aktionen gerade Christo und Emil leider einmal Torwart angeschossen. Dann hat auch beim zweiten Ball nach der Ecke Flachodimos überragend gehalten, den Ball vom Emil. Dann die Chance vom Christo, der 7-Meter-Abschluss, der muss rein. Also ich finde nicht, dass es ein Einstellungsproblem war. Der Gegner hat halt einfach zwei Omnibusse geparkt und hat auf Konter gespielt. Das ist für keine Mannschaft dieser Erde so ganz einfach, da Lösungen zu finden und dann trotzdem in der Champions League. Und es ist einfach eine gute Mannschaft, auch Benfica, sich vier sehr große Chancen rauszuspielen und eine Chance zuzulassen, ist es nicht ganz verkehrt. Und ich würde jetzt auch unterschreiben, wenn wir einzeln in Führung gehen, dann glaube ich, dass wir noch besser ins Rollen kommen. Aber ein Einstellungsthema habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Und was für mich persönlich bedeutet, ja, ich bin sehr stolz auf die Jungs, ich freue mich natürlich auch für mich selber, freue mich auch für den Club, aber ich habe immer noch ein Stück Demut dabei, weil ich hier für dieses Logo wenig kann. Ja, wir haben jetzt gemeinsam schon ein paar gute Spiele gemacht in der Champions League, aber es ist schon Hauptverdienst der Jungs, dass sie sich belohnen für die Arbeit und für die guten Spiele in der Champions League und deshalb auch verdient im Achtelfinale stehen. Dann nochmal Anton Zirk. Können Sie vielleicht noch kurz was zu der Situation sagen, in der Robert Klaus verwarnt wurde vom Schiedsrichter und wie sehr wünschen Sie sich jetzt für die kommenden internationalen Spiele, dass es kein spanischer Schiedsrichter mehr wird?
Ja, ich wünsche mir aber, dass es irgendwie ein bisschen, weiß ich auch nicht, wie soll ich es ausdrücken. Das muss ich ja voll aufpassen. Ich habe auch gelb gekriegt heute. Ja, ich gehe mal kurz auf mich ein. Normalerweise als Feldspieler kriegst du ja mal eine kleine Verwarnung. Sag mal, du, beim nächsten Mal kriegst vielleicht eine gelbe Karte. Dann geht der Schiedsrichter nochmal hin, klopft mal auf die Schulter, sagt du, ich nehme mal ein Beispiel jetzt, Conny, bisschen ruhiger, kann gelb geben das nächste Mal. Ich, kein einziger Ton vom vierten Offiziellen, die sprechen ja gar nicht, die machen nur hier, den hier. Dann kam weder irgendwann mal ein Ton, sei mal ein bisschen leiser. Und dann folgte das Wort nach einem klaren Foul an Patrick Schick mit beiden Fäusten in den Hinterkopf gesprungen. Mein Wort Ref, übersetzt Schiedsrichter. Vielleicht hätte ich unparteiischer sagen müssen, weiß ich aber nicht, was das auf Englisch heißt. Und wegen Ref habe ich dann eine gelbe Karte gekriegt. Und Robert Klaus ist hingegangen und sagte, dass wir gerne das Spiel noch gewinnen würden. Und es wäre schön, wenn nicht bei jedem Kontakt der Spieler des Gegners lange liegen bleibt. Auf Englisch, brauche ich es nicht übersetzen, aber so hat er es ungefähr gesagt. Und daraufhin hat er die rote Karte gekriegt. Wenn wir das in der Bundesliga dann auch so machen wie international, dann wird es bald ein 11 gegen 11 ohne Schiri, wie früher ohne Trainer, wie früher auf dem Bolzplatz. Und dann können wir gucken, welcher Spieler dann das Heft des Handels in die Hand nimmt und die Ideen vorgibt. Aber so ist es irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt meine zweite gelbe Karte. Und wenn ich wenigstens mal was machen würde, dann würde ich mich auch ein bisschen freuen mal über eine gelbe Karte. Dann ich sage, ja, verdient, du Idiot, du warst frech. Aber ich mache gar nichts und kriege trotzdem gelb. Und das verstehe ich nicht so gut. Nikolai Stobbe nochmal. Wie wichtig ist denn für Sie jetzt die Tabellenführung am Ende der Gruppe? Können Sie das mal kurz erläutern? Ja, ich muss mir die Gruppen nochmal anschauen, dann wer da wie Zweiter wird. Ich glaube, dass es fast nur gute Mannschaften gibt in den letzten 16 in Europa. Natürlich, man will als Fußballer immer Erster werden. Und dann ist es schon so, dass natürlich auch ein bisschen Losglück dabei sein kann. Aber es gibt auch viele gute Zweitplatzierte. Von dem her ist es jetzt nicht das alles Entscheidende. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass meine Jungs und auch bei mir selber schon nach Lyon fliegen und das Spiel auch gewinnen wollen, ohne jetzt so extrem viel an 1 oder 2 zu denken, sondern einfach des Siegens willens. Allgemein kann man sagen, dass wir 2 Tore gemacht haben, das war sehr schwierig. Und dann bis zur 90. Minute da anzukommen, mit einem Elfmeter und auf eine andere Art und Weise dann noch die beiden Tore zu bekommen und letztendlich diese 3 Punkte zu verlieren, da muss man sich das erstmal anschauen. Aber man muss sich auch das anschauen, wie das Spiel gelaufen ist. Ich glaube, bis zur 90. Minute, so wie wir gespielt haben, kann man auch sagen, weil klar, der Gegner war sehr stark. Wir haben 4-4-2 gespielt und ich glaube, man kann sagen, dass wir versucht haben, unser Spiel zu finden. Wir wussten, dass wir unter starken Druck kommen würden. Es war also unsere Absicht, die beiden Mittelfeldspieler in die Pressingzone zu bringen, mit Chiquinho und mit Adel. Und wir wollten dann hinter dem Rücken die Räume finden. Der Gegner hat sich dem dann angepasst. Wir waren darauf natürlich eingestellt. Letztendlich haben wir dann eine Fünferlinie eingerichtet. Und so haben wir unser Tor gemacht. Mit den Mittelfeldspielern sind wir ins Pressing gegangen und haben den Ball da laufen lassen. Und letztendlich haben wir so unser erstes Tor gemacht. Wir wussten, dass wenn wir führen, dann würden wir das Spiel breiter gestalten können, mehr Leute in der Mitte konzentriert und dass dann unsere Kontermomente wichtig sein würden. Dass wir zum Beispiel erst Vinicius und dann auch Raul in den Kontersituationen finden sollten. Das war, was auch passiert ist letztendlich. Das war das Verdienst der Mannschaft und ich glaube, das haben wir gut eingeschätzt und haben wir auch gut vorbereitet. Ab dem ersten Tor haben wir ein bisschen die Kontrolle über das Spiel verloren. Wir konnten das Spiel nicht mehr ins offensive Mittelfeld lenken.
Aber wir konnten trotzdem noch bei Ballbesitz den Gegner dazu zwingen, dass er uns Räume anbot. Wir hatten dann noch eine weitere Chance, wo Pise an die Latte geschossen hat. Und auch dieser Schuss von Raul war auch eine große Chance. Wir wollten natürlich auch diese weiteren Räume zum Kontern nutzen. Wenn wir noch mehr Ballbesitz gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht noch ein Tor erzielen können. Leider ist uns das nicht gelungen. Wir haben es zugelassen, dass der Gegner dann noch gekommen ist. Das erste Tor durch Elfmeter, das zweite nach einer Flanke, wie wir die Tore bekommen haben, wo die zwei Spieler im Strafraum so freigelassen werden, also wo sie nicht gedeckt wurden, das war dann natürlich schwierig, das zu akzeptieren, dieses Resultat zu akzeptieren. Wir wollten eigentlich so spielen, das war unsere Absicht. Und letztendlich macht uns das glücklich, weil wir eine gute Arbeit gemacht haben. Wir haben wirklich gut gespielt, aber natürlich auch traurig, wie wir letztendlich das Spiel dann hergeschenkt haben und wie die Tore gefallen sind. Sie brauchten hier fast ein Wunder, um immer noch Möglichkeiten zu haben, in der Champions League zu bleiben. Bis zur 90. Minute haben sie dieses Wunder fast geschafft. Es hätte nur noch wenig gefehlt, noch einmal zu gewinnen, um dann tatsächlich ins Achtelfinale zu kommen. Jetzt sind sie wahrscheinlich noch mehr frustriert, dass man heute der Champions League AD sagen muss. Ich frage also, kann es sein, dass die letzten Spiele hier in Deutschland ein Spiegel war von dem, was Benfica bisher in der Champions League gezeigt hat? Ich glaube nicht an Wunder. Ich glaube an Arbeit. Ich glaube nicht an Wunder. Und wir haben gut gearbeitet. Wir haben das gut vorbereitet. Wir haben das erlebt auf dem Platz. Und ich glaube, das, was wir erreicht haben, war durch harte Arbeit erreicht und nicht durch ein Wunder von niemand. Es ist wichtig, dass man hier eine Teilung macht, dass man das Spiel trennt von dem, was wir in der Champions League gezeigt haben. Ich glaube, wir haben hier ein großartiges Spiel gegen eine großartige Mannschaft abgeliefert. Die Gelegenheiten von Pizzi und Servi hätten wir auch schon beim Heimspiel zu Hause das Spiel anders gestalten können. Also da wäre das Spiel auch schon am besten anders ausgegangen. Wir hätten einfach unsere Heimspiele gewinnen müssen. Wir wussten, dass die Gruppe sehr ausgeglichen war. Wir haben diese Mannschaft zu Hause nicht besiegt. Wir haben hier die Punkte verloren. Also diese Punkte, die wir zu Hause verloren haben, dann hätten wir heute mehr Punkte, um weiterzukommen. Klar, wir sind traurig, dass wir nicht weiter im Wettbewerb sind. Aber heute, wie sich Benfica heute gezeigt hat, entschlossen, gut organisiert, immer mit der Absicht, unsere Ideen durchzusetzen, unsere Strategie, um präsent zu sein auf dem Platz, aber auch in Europa und in der nationalen Meisterschaft. Das war unsere Absicht. Also eine Sache ist unsere Leistung in diesem Wettbewerb und eine andere Sache ist das gute Spiel, was wir heute gezeigt haben. Der Trainer von Leipzig hat gerade eben gesagt, das Remis sei mehr als verdient gewesen. Teilen Sie diese Meinung? Und was sagen Sie zum Elfmeter kurz vor Ende des Spiels? Naja, die Tore entscheiden letztendlich. Aber wenn man die zwei Tore dann letztendlich so macht, wie die passiert sind, dann würde ich sagen, dann würde ich das Gegenteil sagen. Aber das Wichtigste ist, wir müssen nicht von Gerechtigkeit sprechen. Wir hätten noch ein weiteres Tor machen können und auch Leipzig hatte noch weitere Möglichkeiten zu Toren. Also das ist dann weder gerecht noch ungerecht. Ich glaube nicht an Wunder und auch nicht an Gerechtigkeit. Ich konzentriere mich auf unsere Arbeit. Und wir müssen einfach immer eine gute Antwort auf die Probleme finden.
Da Sie schon jetzt von dem Leben sprechen, das ist einfach unsere Absicht, so zu arbeiten. Ich hoffe, dass manche uns verstehen, manche nicht. Simpatia de hoje de manhã esclarecer esse episódio conosco. Aber mein Sohn hat gesagt, bitte komm zurück nach Portugal und ich freue mich auf dich. In den letzten drei Spielzeiten in der Champions League hat Benfica es leider nicht weitergeschafft. Was kann man machen in den nächsten Wettbewerben in der Champions League, damit man weiterkommt und dass auch die Fans zufriedener sind? Was uns dieses Jahr passiert, da kann man sagen, dass wir die Qualität eigentlich zeigen hätten sollen, wie wir heute immer gespielt haben. Das wäre gut gewesen. Guten Abend. Diese Saison war auch neu für Sie in der Champions League, nicht wahr? Und ich würde Sie gerne fragen, nach diesen ersten 5 Saisons als Bruno Lage als Trainer, was haben Sie da gelernt? Was könnten Sie vielleicht anders machen in der nächsten Saison, wenn Benfica wieder in der Champions League spielt? Naja, ich lehre immer etwas. Ich und meine Spieler, wir lernen ständig etwas. Ich verstehe Ihre Frage. Vielleicht ein paar Änderungen durchführen in Bezug auf, so wie wir das heute durchgeführt haben und auch in Bezug auf die ersten Spielzeiten. Aber ich möchte Folgendes sagen. Der gleiche Kopf, der sich diese Änderungen ausgedacht hat, war der gleiche Kopf, der gedacht hat, dass Gabriel wieder heute in dieser Position spielen sollte. Also, klar, wir ziehen einige Lehren aus dem Spiel heute, aus dieser ganzen Erfahrung, sowohl ich als Trainer als auch die Spieler. Wichtig ist natürlich, Punkte zu machen. Man darf das Spiel auf so eine Art und Weise nicht hergeben. Das tut wirklich leer und letztendlich haben wir einfach zu viel zugelassen und 3 Punkte verloren, die eigentlich schon klar waren. Und wir müssen auch wissen, dass wenn wir manche Chancen nicht nutzen, dann wird uns das wieder einholen im nächsten Spiel. Auch beim Spielaufbau dürfen wir die Bälle nicht zu leicht verlieren. Ja, der Trainer ist jung, manche Spieler sind jung, andere Spieler sind nicht mehr so jung, sind erfahrener. Also das ist der Weg, den wir gehen müssen. Mit den Erfahrungen müssen wir lernen, sowohl auf dem europäischen Spielfeld als auch in der Meisterschaft. Aber diese ganze Lehrzeit, die wir jetzt hatten, in diesem Spiel heute, in dieser Spielzeit, das werden wir analysieren. Wir werden das Gute und das Negative analysieren. Wir werden auch natürlich immer uns an solchen kompetenten, an solchen starken Gegnern messen. Dann müssen wir uns weiterhin gut auf die Spiele vorbereiten. Wir müssen verstehen zum Beispiel, dass wenn jemand mit einer Fünferreihe spielt, dass wir uns darauf einstellen. Das sind die Lehren, die wir daraus ziehen. Wir lernen ständig die Analyse des Gegners, die Analyse unserer Mannschaft. Auch wie ich als Trainer gesagt habe, man kann nicht immer dieselben Fehler begehen. Fußball ist ein Spiel der Fehler, das ist einfach so, das ist allgemein so gesagt. Fragen Sie zum Beispiel Ihren Kollegen. In diesem Leben, was wir alle leben, wo wir Entscheidungen treffen müssen, innerhalb und außerhalb des Spielfeldes, darf man keine Angst vor Fehlern haben. Man darf keine Angst haben zu spielen. Man darf auch keine Angst haben, mal etwas richtig zu machen. Ohne Angst trifft man sicherlich besser die richtigen Entscheidungen. Und dieses Benfica müssen wir und die Spieler und alle im Club zusammen aufbauen. Wir müssen uns täglich dafür einsetzen, dass wir immer dieses Benfica von heute darstellen.